Hallo und willkommen zu diesem neuen Video auf Cyber-01. Und heute zeige ich euch den /fill-Command in Minecraft. Ich möchte jetzt eine neue Videoserie anfangen, wo ich Tutorials in Minecraft PE, also Bedrock, alles mögliche, PE gibt es ja nicht mehr, gebe. Wie das Ganze so funktioniert. Ja, also sehen wir uns gleich nach dem Intro in der Runde. Bis gleich. Also, Entschuldigung, ich meinte natürlich nicht Runde, sondern in der Welt. Also, wo ich euch das so zeige. Hier seht ihr auch schon rechts so ein kleines Dings. Also da zeige ich euch nächstes Mal, wie ihr das macht, dass ihr das hier alles, also es nennt sich Scoreboard. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt das mit dem Slash Fill. Vielleicht kennt ihr das, ihr wollt einfach schnell eine Wand bauen oder so. Hier, es geht alles so lange. Also auf PC natürlich nicht so lange, aber ja. Das könnt ihr auch viel schneller machen, indem ihr hier, geht jetzt zum Beispiel an diese Koordinate, wir wollen hier. Dann müsst ihr euch also 34, 4 minus 76. So, dann wollt ihr natürlich hier eine gerade Wand haben, deswegen geht ihr hier gerade nach vorne und geht dann hier nach oben. Ja, Entschuldigung. Also halt, kommt drauf an, ihr könnt eigentlich auch in die Länge so. Ihr müsst nicht unbedingt hochgehen. Dafür. Ich mach jetzt hier schnell kaputt. So. Dann geht ihr hier drauf. Entschuldigung für die Lags. Dann, gibt es hier ein /fill. Also ich brauche noch kurz Koordinaten von da. Habe ich fast vergessen. Tut mir leid. Also ihr könnt es natürlich auch, ihr könnt es euch merken oder ihr könnt ein zweites Gerät nehmen oder Screenshot machen. Ist eigentlich egal. Auf jeden Fall gibt ihr jetzt /fill, dann 34, 11, nein, Entschuldigung, hab mich, so, 4, und dann minus 76, also das sind jetzt meine Koordinaten, nicht die gleich nehmen. Dann 34, 11, minus 92. Ja, dann könnt ihr hier eingeben, mit welchem Material. Wir machen es jetzt mal mit Double Wood Slab. Und schon habt ihr hier eine Wand erzeugt. Natürlich, das ist ja immer noch von mir gerade eben. Ja, und so einfach funktioniert der /fill-Command. Ich hoffe, euch gefällt, hat das Video gefallen. Und lasst gerne ein Like da. Es kommen auch noch normale Videos, aber ich bringe jetzt auch ein paar so Tutorials, die sind auch einfacher zu erstellen. Also sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.